Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch zum dritten Part von Bausimulator 2015 mit Moses am Start, der die Steine gleich hier unten verlegen wird. Ja, los, Attacke! Ja, das kennen wir ja schon aus dem anderen Video, weil wir King Kran haben und er springt. herrlich! Ah, ist das geil! Ach, das durfst du keiner erzählen, ey. Wie wir hier arbeiten. Aber halt effektiv, ne? Aber es wurde uns auch gar nicht angezeigt, dass wir einen Kran brauchen, irgendwie. So. So, und jetzt? Jetzt mal, warte, pass auf, denn wenn ich das Auto jetzt, du kommst ja so nicht raus. Ach so, zurück. Ah, Details. Scheiße. Nee, den LKW muss ich wirklich Firmengelände wieder schicken. Yeah! Huch! Hilfe, ja. Ich stehe im Haus. Echt? Ja. Ist ja geil. Hilfe, ich stehe im Haus. So, ja, Moses, ich würde sagen, du kannst die gleiche Aktion jetzt nochmal machen. Ihr wisst schon, ich muss jetzt nochmal neue Steine holen. Moses wird jetzt hier schön mit der Betonpumpe, ja, ihr wisst schon. Hoffentlich klappt das jetzt noch. Ja, warum soll es nicht klappen? So. Na, weil da eine Kante zwischen ist und ich muss ja irgendwie mal gerade rüber. Achso, was will ich denn hier? Ach so, ja, da muss ich jetzt gucken. Das ist interessant. Ah, das könnte ein bisschen schwierig werden. Ey, super! Ey, das läuft ja wie ein Länderspiel. Aber nicht hier den Treppenaufgang da mit Beton voll machen, ne? Ja, jetzt komme ich nächstes Mal nicht mehr so leicht raus. Ja, genau. So. So, Pritschenwagen eingestiegen. Ich werde jetzt noch schnell zum Baustoffhändler fahren, die nächsten Steine holen. Alter Schwede, ey. Wir machen auch Sachen. Hier machst du was mit. Echt mal. Ja, wir wollen ja... Wir werden jetzt das hier noch machen und dann kommt vielleicht noch ein Part und dann werden wir uns so eine Pumpe holen. Oder was wollen wir uns als nächstes denn holen? Das ist jetzt die Frage. Ja, wenn das Geld reicht, ne? Wir haben jetzt 128.000. Ich frage mich, wie kann ich denn die Leute, meine Angestellten, dazu bewegen, dass die was machen? Weiß ich auch nicht. Ja, das ist irgendwie komisch, weil ich habe jetzt Vorarbeiter etc. Was sollte ich jetzt eigentlich kaufen jetzt? Ziegelsteine. Ne, warte mal, was soll ich jetzt... Achso, weil du ja den anderen Auftrag machst, zeigt er mir ja nicht an, was ich für Gedöns kaufen soll. Also, wir gehen Auftrag, aktueller Auftrag und wir sind jetzt Abschnitt 4. Wenn wir schnell sind, schaffen wir in Abschnitt 5 auch noch. Und kleine Ziegelsteine aus Ton, 4 Stück. Aha. Und du machst jetzt das? Aha, gut. Kleine Ziegelsteine, 4 Stück. Aus Ton, 1, 2, 3, 4, kaufen, die werde ich jetzt schnell aufladen. Wie war denn eigentlich die Klappe nochmal an der Seite? Y. So, die werde ich schnell aufladen. Wo hat er denn die hingeschmissen jetzt? Das sind die kleinen Ziegelsteine. Ach, da sind sie, meine Güte, ey, ich bin ja schon wieder blind auf der Augen. So, könnten wir ja durchaus das jetzt gleich schaffen. So. Oh. Oh, nein. Meine Fresse. Hast du es schon geschafft? Will ich. So, Moses, dann komm her. Dann mach du die Scheiße hier.
Kannst du sehen, was ich schon wieder für Scheiße gemacht habe. Pack nur schnell wieder um. Ich muss. Dass wir hier nicht gleich im Weg stehen mit dem Betonmischer. Ich muss irgendwie gucken, man muss doch hier die Angestellten dazu bewegen können. Da, der ist mir umgefallen, da war auf einmal eine Windböe. Ach so. Nee. War aber ein starker Wind. So, ich muss mal gucken. Ich habe Profil, bla bla bla, Erfolge haben wir auch. Warte mal, was ist das für ein Erfolg? Besuchen Sie alle Orte auf der Karte, die vermerkt sind. 77%. Also, Mitspieler, bla bla bla, Firma. Personal. 8, die sind generell schon wieder verbuggt da oben. Nein. Ich hab hier. Möchtest du John wirklich entlassen? Nein. Wie kann ich die denn. Wie kann ich die denn einsetzen auf der Baustelle, die Arschmann? Also, ich weiß es nicht. Option, warte mal, ich tue mal Tastenkombination, Fahrzeug allgemein, zurücksetzen, Hupe, H ist Hupe, ja, also nur mal so. F1, Infoanzeige, Blinker, bababab, so Radfahrzeuge, Kettenfahrzeuge, Kamera, Chat, achso, nee, Charaktersteuerung, ich wollte jetzt mal, kleiner Pritschenwagen, Absetzkipper, Bagger, Anhänger, Gabelstapler, Betonmischer, Walze. Tieflader, Muldenkipper. Ist ja alles schön und gut. Bloß wie setze ich denn meine Arbeit da ein? Es muss da irgendwo eine Option geben, wo ich denn sehe, wie ich die Erfahrungsstufen, wie ich da meine Arbeit da einsetze. Ich habe jetzt wirklich die Idioten hier. Kriegt 2000, der kriegt 7000 noch was. Boah, die werden aber gut bezahlt dafür, dass sie nur rumsitzen. Ja, deswegen ja, auf der Baustelle. Warte mal, ich tu mal jetzt, ich habe jetzt einfach mal Dominik, ja, diesen Trottel. Ich nimm mal hier noch einen Auftrag. Es ist nur ein Auftrag, wo ich zur Spedition was fahren soll. Info, bla bla bla, sieht schön aus, 5 Minuten Dauer, Auftrag annehmen. Kein freier Vorarbeiter, ah, warte mal, warte mal, warte mal, ah, warte mal. Ich brauche doch einen Vorarbeiter. Profil. Ja. Und jetzt werde ich mal den Auftrag annehmen. Es kann ich schön los Geld nebenbei verdienen, oder was? Ja, ja, Auftrag annehmen. So. Und jetzt kann ich doch bestimmt irgendwo sagen, oder bedeutet das, dass ich einfach nur. Ich bin ja jetzt der Vorarbeiter. Du bist ja mein Geselle, der das gut kann. Warte mal, ich muss doch jetzt irgendwie hier sein Auftrag. Aktive Aufträge. Hier nicht, hier nicht, hier. Bla bla bla. Und dann müsste ich doch hier irgendwie eingeben können, dass der Typ das macht. Personal. Auf Baustelle 2! Ja, stimmt! Also. Aber ich weiß nicht, mein Dominik, der müsste mir denn eigentlich helfen können. Also der Vorarbeiter kann Arbeiten aufnehmen, aber. Was der jetzt macht, keine Ahnung. Auf Baustelle 2. Bei Level 15 kriege ich einen neuen Trottel. Ja, super. Schön. Da haben wir wieder was gelernt, Moses. Ja, falls ihr es natürlich wisst, was der oder wie ich den anderen Typen einsetzen könnte, dass er hier irgendwie ein Fahrzeug holen soll oder was weiß ich, monatliche Abrechnung, 43.000 Euro ausgegeben. Toll, jetzt haben wir nur 124. Wir können ja nochmal schnell schauen. Statistik, Firma. Und zwar Einnahmen haben wir jetzt
Na gut, geht ja nicht, weil wir haben ja, ne, ist ja Monat zu Ende. Ausgaben auch nicht. Aber Fahrzeug, Versicherung 7.000, bla bla, Instandsetzung, Gehälter 14.000, Pacht. Das sind nochmal 43.300 € sind erstmal jeden Monat weg. Alle 3 Monate, ja, haben wir gute Plus immer. So, ja, Ladungssicherung, ich komme rein. Wow, Hupe. Aber meine Hupe geht nicht, wenn ich drauf drücke. So, Moses. Ja, schön bei Grün rüberfahren. Rot ist das neue Grün, ne? Oder wie war das? So sieht es aus. Ja. Dann werden wir jetzt die Steine abgeben und dann werden wir mal schauen, wie viel Geld wir denn noch zur Verfügung haben, um. Ja, viel werden wir jetzt nicht kriegen, ne? Keine Ahnung. Aber gleich sehen, wie viel es gibt. Naja, schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, was du die ganze Zeit mit deinen Arbeitern hast. Den günstigsten, den hast du doch hier am Steuer sitzen. Ja, genau. Aber ich würde trotzdem wissen, was der Dominik, also der bei mir als Lakai arbeitet, was ich mit dem machen kann. Ja, also ist das für mich schon ein Opti. Nein! Boah! Boah, akkurat gelandet, oder? Ja, und Ladungssicherung perfekt gemacht. Also wenn uns jetzt die Aha. Polizei anhält, dann können wir sagen, das hält die Scheiße. So, Rofta. Da. Ach nee, musst du da abliefern, wa? Was ist los? Ja, warte, warte, warte. So. Nur ich gehe jetzt mal rein, mal sehen, wie es denn, ob ich denn auch ein Haus reinbacke. Du hängst gleich in der Wand. Weil ich sehe ja die Inneneinrichtung. Ah, schön machst du das. Schön. Und die gehen auch nicht kaputt, die Steine. Das finde ich herrlich. Schön. Halt, neueste Technik hier mit den Ja. Ziegelsteinen. So. Ich soll die Baustelle. Also, ich muss die verlassen, oder was? Verlassen. Yeah! Guck Du dir musst das sie an! verlassen. Ja, guck dir das an! Wo bist du? Moses, komm, steig aus hier. Wir stellen uns hier vor unserem Prachtbau hin. Was wir hier Schönes gebaut haben. Ah, hier. Haben wir es nicht? Na, komm mal ein bisschen näher ran, mein Kleiner. Hab keine Angst. Mit deiner Arbeitsschutzschuhe, die schützen auch nicht vor Arbeit. Herrlich gemacht, muss ich ehrlich sagen. Fabelhafte Arbeit. Wir haben 138.000 €. Das bedeutet, wir lass uns mal schnell zum Dings porten. Fahrzeughändler. Zum Fahrzeughändler, genau. Wo ist Fahrzeughändler? Bam. Kostet $8, so viel habe ich gar nicht. Echt nicht? So unterbezahlt. So, lass uns mal schauen. Alter, hier gibt es einen Pritschenwagen für 85.000. Sehr viel. Mit Kran. Da könnten wir zum Beispiel die Container dann immer holen, wisst ihr? Das stimmt allerdings. Jetzt bin ich schon wieder rausgegangen. So, also der würde auf jeden Fall eine Option sein. Muldenkipper, warum gibt es denn eigentlich verschiedene Muldenkipper? Was ist denn da der Unterschied bei dem? Kann der eine mehr Mulde haben als der andere? Ja, ich würde sagen, komm, wir holen uns jetzt den LKW. Ja. Wurmdrehkran. 200.000 kostet der. 200.000 kostet die Pumpe. Ich habe 300.000, aber das bringt wahrscheinlich nicht viel. Oder kann ich das kaufen mit meinem Geld? Weiß ich nicht, ob du das kaufen kannst. Alter, ist das ein Was Riesen-LKW. mache ich eigentlich mit dem Geld, das ich habe? Ich verdiene hier die ganze Zeit immer mit, aber. Ach so? Ja, ich habe jetzt 300.000 hier, aber ich kann den irgendwie nicht ausgeben. Muss ja auch irgendwie gehen, oder? Na, oder kannst du mir Geld transferieren oder so? Wusste ich gar nicht, dass du auch noch extra Geld verdienst. Ich habe jetzt insgesamt 600.000 Euro, was weiß ich, verdient. Ja. Mitspiel.
Sehe ich dich nur, aber ich da nichts irgendwie. Ich kann dich nur rauskicken. Aber kurven kannst du nicht, ne? Irgendwie nicht. Naja, ist ja egal. Los, Viel setz Geld ihn. rumliegen und kann nichts damit machen. Super. Ja. Dann rein hier ins Auto. Dann fahren wir gemütlich jetzt zurück zur Baustelle. Alter, ist das ein Geschoss. Richtig. Hier kannst du aber jetzt mit deinem Gabelstapler agieren. Da geht ein bisschen was drauf. Da Auf könnte man jeden fast Fall. schon überlegen, den anderen wieder zu verkaufen. Nee, den Kleinen. Ich würde den Kleinen trotzdem lassen, weil dann können wir nämlich gemütlich, wenn mal eine kleine Sache zu holen ist, zum Beispiel Holz und der eine muss Steine holen, dann kann man das alles separat machen, wisst ihr? Weil ein bisschen Gabelstapler kann ich auch fahren. Sicher? Ja, nur ein bisschen. Aber wo muss ich lang hier? Ich glaube, ich muss hier lang. Ja, aber der LKW fetzt hier, der Vierachser hier. Ja, da sitzt da der grinsende Bauarbeiter neben mir. Fährt wie die Axt im Walde, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig fahre. Moses, wo bin ich lang? Da bist du richtig. Nee, bist nicht. Ach nee, wir sind ja da auf der Straße. Warte mal, fahr mal rechts jetzt. Dann gleich wieder rechts. Ob der schneller Dann als da 104 fährt? So, jetzt links, unten ne? links, ja. Ja, das ist Ja, alles jetzt hier müssen wir da gekonnt. über die Brücke rüber. Ja, dann sind wir gleich da, ne? Ja. So, mal sehen, ob wir über 104 kommen. Aha. Schaffen, weil du gleich wieder abbiegen musst. Hier die nächste. Ja, jetzt Hier hat er geschafft. rüber. 97, der ist ein bisschen langsamer. Hätte ich hier rein gemusst? Ja, ich sag doch hier abbiegen. Das musst du mit mehr Nachdruck sagen. Hier abbiegen. Ja! Ne, dann Und rat hier mal. gleich nochmal. Neue Ausschreibung. Wir gucken uns einfach mal die Ausschreibung an, was da noch so Schönes ist. Jetzt So, wie hier. kommen wir da jetzt rein? Nochmal rechts, oder? Ich Ah, würde hier hier müssen wir reinfahren. auch rein, ja. Oh, jetzt hier runter. Oh, ich rase auch hier eine Scheiße hier zurecht. Herrlich. So. Da haben wir ja gut geklärt hier unser Einfamilienhaus. Wo bist du denn überhaupt, Moses? Du bist behindert, ey. Jetzt immer die gleiche Scheiße, ne, vom letzten Mal. Aber ich kann ja mal gucken, ob wir jetzt andere Aufträge. Es sind 8 Ausschreibungen, die ja gerade noch so laufen. Und hier fehlt uns. Oh, Alter. Ja, ein großer Bagger fehlt uns hier. Und da fehlt. Ach, das ist ja. Ihr könnt ja mal sagen, ob wir uns jetzt mehr auf den großen Bagger konzentrieren sollen. Weil es würde ja eigentlich Sinn machen, weil wir haben ja diesen großen Muldenkipper hier, ne? Oder doch einen großen Kran, etc. Wie gesagt, schreibt es einfach unten in die Kommentare und falls ihr mehr davon sehen wollt, dann ja, dann entweder macht einen Daumen oder sagt, wir wollen mehr oder ja, ihr macht schon irgendwas. Also mit den Worten, macht der Maximus und der Moses ein Fisch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ui. Ui. Ui.